Wir freuen uns riesig, dass der Leonard heute dabei ist und uns ein bisschen was über die Open Knowledge Foundation erzählt. Ja, ich freue mich, euch ein bisschen was zur OKF erzählen zu dürfen. Genau, wie gesagt, mein Name ist Leo, ich arbeite für die Open Knowledge Foundation Deutschland und wir werden dieses Jahr 10 Jahre alt, oder wir sind es sogar schon geworden, und die DigiGIS kam auf uns zu und meinte, na, ihr habt doch Geburtstag, wollt ihr nicht mal ein bisschen was dazu erzählen, was ihr so in den letzten 10 Jahren gemacht habt, was ihr vielleicht auch in den nächsten 10 Jahren vorhabt? Dann haben wir gesagt, natürlich, da kommen wir gerne vorbei. Deshalb werden wir, darf ich jetzt einen kleinen Rückblick und Ausblick zu 10 Jahren Open Knowledge Foundation Deutschland geben. Vielleicht für diejenigen unter euch, denen jetzt gerade nicht hundertprozentig bekannt ist, was die Open Knowledge Foundation Deutschland alles macht und was deren Ziele sind. Diese Wissenslücke möchte ich vorher noch einmal kurz schließen. Meine Kollegin Lea Pfau hat das mal, finde ich, in einem Satz total gut zusammengefasst, was die OKF alles macht. Und zwar, wir machen politisches digitaler und digitales politischer. Das klingt gerade noch ein bisschen abstrakt, aber ich glaube, das fasst so die grundsätzliche Idee der OKF total gut zusammen auch. Und wir haben jetzt im Rahmen unseres Geburtstags mal mit Daniel Dietrich, einem unserer Gründer quasi, gesprochen. Und der hat nochmal das Ziel so formuliert, wir wollten nicht einfach abstrakt für unsere Themen werben, sondern mit konkreten Praxisbeispielen den gesellschaftlichen und sozialen Mehrwert einer offenen Wissensgesellschaft aufzeigen. Und ich glaube, genau dieses sehr Praktische, das ist nicht nur 2011 Ziel gewesen, sondern es ist auch jetzt tatsächlich 10 Jahre später immer noch unser Ziel und stellt tatsächlich auch eine unserer großen Säulen dar. Also wir machen Projekte, mit denen wir konkret zeigen können, hier, deshalb sind offene Daten geil, deshalb ist Open Government geil, deshalb ist Informationsfreiheit wichtig zum Beispiel. Und das machen wir aber natürlich nicht so im luftleeren Raum. Ganz ehrlich, wir sind nicht die Ersten, die das gemacht haben, wir haben nicht zum ersten Mal Open Data aufgebracht oder so, sondern da gab es auch schon, bevor es uns gab, eine total aktive Community. Und genau diese Community ist ein elementarer Bestandteil unserer Arbeit, würde ich sagen. Deshalb findet sich tatsächlich auch schon in unserem ersten Tätigkeitsbericht von 2011 im Kapitel Community Building quasi das Commitment dazu, dass eine Organisation wie die OKF eine aktive und informierte Community benötigt, um überhaupt die Open Knowledge Agenda irgendwie vorantreiben zu können. Es braucht diese ehrenamtlichen Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Und ich glaube, das zeigt sich auch, wenn wir gleich einen Blick auf unsere Projekte werfen, wird das auch in den Projekten ganz klar. Da sind teilweise Projekte aus der Community heraus entstanden. Da sind ganz viele Projekte, die wir mit der Community machen. Und ich bin mir sicher, dass das also in den letzten 10 Jahren so gelaufen ist, dass wir gemeinsam mit der Community Sachen gemacht haben. Und ich bin mir sicher, dass wir das auch in der nächsten Zeit noch weiter genauso intensiv tun werden. Alles ging los, 19.02.2011, hier nur ein paar Kilometer von der Seabase entfernt sind wir gegründet worden. Hier sehen wir so ein paar der Gründungsurgesteine quasi dabei waren. Daniel Dietrich, der immer noch im Vorstand ist und damals, glaube ich, Vorstandsvorsitzender mit war. Dann Lucy Chambers und Friedrich Lindenberg, die beide Ewigkeiten im Vorstand tatsächlich auch aktiv gewesen sind. Und dann auch beispielsweise so Menschen wie Christian Heise, die jetzt hier nicht mit auf dem Bild drauf sind, oder Andy Pawelke, die jetzt die letzten Jahre mit im Vorstand waren und aber auch von Anfang an mit dabei waren. Zumindest die Bilder, die sind nicht bei der Gründung entstanden, sondern ein paar Monate später auch hier in Berlin bei der Open Knowledge Konferenz. Aber das sind so ein bisschen die, die quasi den Grundstein gelegt haben für die OKF. Und ich habe mich tatsächlich, als ich mich dann heute nochmal auf diese Präsentation hier vorbereitet habe, habe ich mich durch die verschiedenen Tätigkeitsberichte nochmal geklickt. Einige davon ja schon lange, bevor ich dabei war, bevor ich Teil der OKF wurde. Und habe tatsächlich im ersten Tätigkeitsbericht eine Sache entdeckt, die mich ein wenig amüsiert hat, weil sie, glaube ich, auch für die Herangehensweise der OKF an Projekte mit bezeichnend ist. Wir sehen da, dass da steht im Januar Mitorganisator der Konferenz Open Data Apps for Everyone. Und wir sehen, dass erst im Februar das mit der Gründung steht. Ich glaube, so geht die OKF immer an Projekte ran. Wir starten halt irgendwie und dann machen wir irgendwie später so ein bisschen das Offizielle. Aber mit dieser kleinen Anekdote gucken wir dann auch mal, womit wir denn wirklich gestartet sind. Und das ist nämlich Frag den Staat gewesen. Ich vermute, das Frag den Staat den meisten von euch was sagen wird. Es ist eine Plattform, mit der Bürgerinnen und Bürger ganz einfach Informationen von Behörden erfragen können.
Und das mit Anfragen auf Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes. Das hat sich in den 10 Jahren nicht so viel verändert. Es ist immer noch das Informationsfreiheitsgesetz. Das ist jetzt auch nicht sonderlich besser geworden in der letzten Zeit. Und das Tolle ist, dass diese ganze Information auch allen anderen NutzerInnen und beziehungsweise allen, die interessiert sind, auf Frag den Staat zur Verfügung stehen. Deshalb feiert tatsächlich Frag den Staat jetzt quasi dieses Jahr auch seinen 10. Geburtstag. Und wir haben aber nicht nur mit Frag den Staat gestartet, sondern auch mit offener Haushalt beispielsweise, so Visualisierungen des Bundeshaushalts oder offenendaten.de, eine Suchmaschine für offene Datensätze. Die beiden Projekte gibt's dummermaßen nicht. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wie das in der OKF so läuft. Es gibt Programme, die halt länger existieren und zum Beispiel wie Frag den Staat halt jetzt auch schon seit Beginn an. Und es gibt aber auch Projekte, die sind mal für so 1-2 Jahre mit dabei und gehen dann vielleicht wieder in den Ruhestand oder werden von anderen fortgeführt. So ist es beispielsweise bei offenen Daten und offener Haushalt, die gibt es inzwischen nicht mehr so richtig, leider. 2012 ging es dann mit dem richtigen Start von offener Haushalt los. Da kamen dann auch Visualisierungen, die nicht nur den Bundeshaushalt betreffen, hinzu, sondern teilweise von Bundesländern und so. Außerdem startete Stadtland Code, ein kleines Projekt, bei dem EntwicklerInnen quasi sich melden konnten, wenn sie so Projektideen hatten für Projekte, die ihrer konkreten Stadt- oder Landgesellschaft helfen können. Und da konnten sie dann quasi eine kleine Förderung, glaube ich, für bekommen und das dann umsetzen. Und gerade dieses hier, wie kann denn digitales Engagement für ganz konkretes, lokale Themen, das ist auch etwas, was in der OKF immer wieder später auch nochmal Thema wurde. 2013 ist dann Jugendhakt gestartet, unser am längsten laufendes und größtes Bildungsprojekt oder Bildungsprogramm, da bei dem jugendliche Programmiererinnen und Programmierer seit 2013 zusammenkommen und gemeinsam versuchen, mit Code die Welt zu verbessern. Das ist tatsächlich dann auch das Projekt gewesen, durch das ich später hinzugekommen bin. Außerdem 2013 der erste Energy Hack hat stattgefunden, ein Hackathon, den wir gemeinsam mit Stromnetz Berlin umgesetzt haben. 2013 sind Hackathons auf jeden Fall ja auch noch innovativ gewesen. Ob das jetzt auch noch so der Fall ist, da würde ich sagen, streiten wir uns manchmal intern sogar. So sah es bei Jugendhakt aus. Nur ein paar Kilometer von hier entfernt, im Jugendhaus Königstadt, kamen 60 jugendliche TeilnehmerInnen zusammen und programmierten mit MentorInnen quasi ein Wochenende lang und haben auf jeden Fall viel voneinander lernen können, aber auch viele coole Ideen entwickelt für, wie gesagt, wie sie mit Code die Welt verbessern können. 2014 startete dann, glaube ich, eins der... Es ist kein klassisches Projekt, sondern es ist eher ein Netzwerk, das Code for Germany Netzwerk. Ich habe schon viel über diese Communities gesprochen, irgendwie, die ganz wichtig sind, auch für die OKF. Und 2014 mit dem Start von Code for Germany ist auch quasi das größte Community-Netzwerk, auf das die OKF jetzt gerade auch die OKF gerade unterstützt, gestartet. Ja, also bei Code for Germany sieht es nämlich so aus, da kommen EntwicklerInnen, DesignerInnen, teilweise JournalistInnen und teilweise auch VerwaltungsmitarbeiterInnen, die kommen einfach zusammen, regelmäßig, meistens einmal im Monat und versuchen für ihre ganz lokale Stadtgesellschaft oder Landgesellschaft Projekte und Ideen umzusetzen. Und das Ganze haben sie 2014 in 9 verschiedenen Labs getan. Und inzwischen sind wir bei 30 Labs mit über, ich glaube, 500 ehrenamtlich Engagierten, die da regelmäßig zusammenkommen und einfach für sich lokal coole Sachen umsetzen. Und damit ist es tatsächlich auch eine der größten Communities, die quasi, auf der die OKF mit aufbaut. Tatsächlich. Ohne das Code for Germany Netzwerk wäre die OKF nicht da, wo sie jetzt gerade ist. Außerdem 2014 ist Coding Da Vinci gestartet, ein Hackathon für offene Kulturdaten, gemeinsam mit Wikimedia Deutschland und einigen anderen KooperationspartnerInnen. Inzwischen gibt es davon auch einige Regionalableger und das Ganze wird von anderen Organisationen vorrangig noch fortgeführt. 2015 ist Kleine Anfragen gestartet und Kleine Anfragen ist tatsächlich ein ganz spezielles Projekt. Das hat so ein bisschen...
ich würde sagen, ist auf eine besondere Art und Weise entstanden. Und zwar geht es bei kleinen Anfragen darum, dass es eine Datenbank oder eine Plattform, auf der es möglich ist, die ganzen kleinen und großen Anfragen aus den Landesparlamenten und aus dem Bundestag einfach zu durchsuchen, einfach aufzufinden. Und das ganze Projekt existierte schon 2014, glaube ich, und dann kam Maximilian Rich, der das Ganze entwickelt hat quasi, irgendwann beim Congress auf Stefan Wehrmeier, den Entwickler und Erfinder von Frag den Staat, zu und meinte, ey, hier Stefan, ihr bei der OKF, ihr habt doch da auch viele PDFs rumliegen bei Frag den Staat und so, ich habe da auch was mit vielen PDFs, wollen wir da nicht mal irgendwie gemeinsam was machen, wäre das nicht vielleicht auch ein spannendes Projekt für die OKF. Und der Erzählung nach, 5 Minuten später, hatte er Zugriff auf unsere Server und konnte dann auf einmal das Projekt auf unseren Servern hosten und hat dann tatsächlich auch bis Ende 2020 quasi dieses Projekt komplett ehrenamtlich umgesetzt und unterstützt. Und es ist, glaube ich, mit eins der inhaltlich spannendsten Projekte auf jeden Fall gewesen, die die OKF all die Jahre gemacht hat und auch eins, das mit am meisten genutzt wurde, wenn wir so uns die Zugriffszahlen anschauen. Und trotzdem ist es 2020 in den Ruhestand quasi versetzt worden. Jetzt könnte man sich fragen, warum. Das hat ganz einfach damit zu tun, wir haben irgendwann festgestellt, die ganzen Landtagswebseiten ändern sich, die ganzen Scraper müssten neu geschrieben werden und das ist irgendwie ehrenamtlich nicht mehr machbar. Und leider gab es aber auch keine richtige Finanzierung dafür und so haben wir irgendwie feststellen müssen, also wir haben da irgendwie ein ganz cooles Projekt, aber ganz ehrlich, wir sind eigentlich die Falschen, um das zu betreiben. Das ist ein Projekt, das Infrastruktur schafft, beispielsweise für JournalistInnen, für Interessierte, für ganz viele Menschen, die tatsächlich auch im Politikbetrieb arbeiten. Selbst der Bundestag selber hat kleineanfragen.de genutzt. Und wir als Zivilgesellschaft müssen das irgendwie mit ehrenamtlichen Ressourcen betreiben und kriegen es eigentlich nicht hin. Und es gibt keine Finanzierung dafür. Und dann haben wir uns schweren Herzens tatsächlich dazu entschieden, dass das Projekt so ein bisschen eingestampft wird. Es ist noch online, aber die Scraper werden nicht aktualisiert. Es werden immer weniger kleine Anfragen da auftauchen können, weil eben zwar manchmal die Zivilgesellschaft richtig coole Sachen machen kann, aber sie sind vielleicht auch nicht immer diejenigen, die sie machen sollten. Genau, und ähnlich geht es auch bei Politik für uns. Da ist Ernesto irgendwann quasi, hat das mal mit der OKF gemeinsam gemacht. Da geht es so um Ratsinformationssysteme, um Kommunalpolitik zugänglicher zu machen. Und aber auch das ist ein Projekt, wo wir eigentlich festgestellt haben, so, das ist nichts, was die Zivilgesellschaft so richtig betreiben kann. Das ist total super, wenn es das gibt, aber wir sind eigentlich nicht die Richtigen für die Umsetzung. 2016 ging es dann weiter mit einer der ersten, glaube ich, großen Kampagnen von Frag den Staat, Sehrgutachten. Da ist es so gewesen, dass die NutzerInnen von Frag den Staat, und also hier sehen wir auch wieder die Community, quasi sämtliche Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes vom Bundestag angefragt haben. Und der Bundestag war davon ziemlich zügig ein bisschen überfordert. Denn viele Informationsfreiheitsgesetzanfragen, die man dann beantworten muss, das ist ein ganz schöner Aufwand. Und deswegen hat sich der Bundestag dann irgendwann dazu entschieden, einfach zu sagen, okay Leute, wir veröffentlichen die automatisch, die Gutachten, ihr müsst nicht mehr anfragen, ihr müsst uns nicht mehr diese Arbeit machen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Quintessenz, die wir über die Jahre versucht haben, wenn wir mit Behörden und Verwaltung zusammengearbeitet haben, ihnen immer mitzugeben, so, hey Leute, also wenn ihr die Sachen einfach proaktiv veröffentlicht, dann müssen wir euch auch nicht so einen Stress machen. Manche Verwaltungen und Behörden hören auf uns, manche nicht. Okay. Außerdem ist 2016 noch ein anderes spannendes Projekt gestartet, das auch immer noch läuft, und zwar der Prototype Fund, der tatsächlich, man kann es ganz einfach sagen, der Open Source Software fördert. Man kann ganz easy im relativ kurzen Bewerbungsformular, wenn eine Bewerbungsrunde gerade läuft, sich bewerben, wenn man gerade beispielsweise an einem Open Source Projekt bereits arbeitet oder eine Idee für etwas hat, und kann dann unter Umständen für 6 Monate eine Förderung von bis zu, ich glaube, 47.500 Euro bekommen, um so an seinem Projekt weiterzuarbeiten und danach ja für die ganze Gesellschaft auch was Nachnutzbares zu haben, weil es eben Open Source ist. Und das Tolle ist, gerade läuft auch eine Bewerbungsrunde. Das heißt, bis zum 31. März habt ihr noch die Möglichkeit, euch für die nächste Runde vom Prototype Fund zu bewerben. Das heißt, solltet ihr gerade an einem Open Source Projekt arbeiten oder eine Idee in der Schublade haben, das haben bestimmt viele von euch,
dann schaut doch mal auf prototypefund.de vorbei und reicht vielleicht eine Bewerbung ein. 2017 haben wir dann die Koordinierung des Open Government Partnership Deutschland übernommen. Das heißt, wir konnten so ein bisschen mehr Policy-Arbeit in dem Bereich machen, nachdem 2016 Deutschland der Open Government Partnership zugetreten ist. Außerdem konnten wir unser erstes kleines Festival, wenn man das so nennen mag, irgendwie machen. Mit dem BMVI haben wir das gemeinsam gemacht. Und zwar den Datensummit, der genau am ersten Tag im Ministerium stattfand und uns einige coole Vorträge rund um das Thema Open Data gab. Und dann am zweiten Tag konnten wir im Beta-Haus mit der ganzen Community noch ein paar coole Workshops umsetzen und hatten ziemlich viel Spaß. Und es war ziemlich cool, die ganze Community nach Berlin irgendwie mal einladen zu können und zusammenzukommen. 2018 haben wir dann so ein bisschen, also man könnte zumindest sagen, was die Benennung von Projekten angeht, back to the roots, denn wir haben zwei Projekte gelauncht, die entweder offen oder open mit im Namen tragen. Zum einen die offenen Gesetze, wo man erstmalig einen leichten Zugriff auf die Bundesgesetzblätter bekommen hat, und zweitens Open Schufa, wo wir mit Algorithm Watch versucht haben, den Algorithmus hinter dem Schufa-Scoring quasi zu reverse-engineeren. Was wir dabei gelernt haben, kann man beispielsweise auf openschufa.de jetzt nachlesen. Ein paar Dinge konnten wir auf jeden Fall daraus mitnehmen, ganz spannend. So, und außerdem 2018 haben wir zum ersten Mal die quasi erste große Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitskonferenz hier in Berlin machen können, zusammen mit 9 anderen Organisationen, vielen aus dem Nachhaltigkeitsbereich. Und haben 2 Tage in der TU total spannende Inhalte uns quasi anhören können zu dieser besonderen Schnittstelle aus Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Das Tolle ist, natürlich sind alle Inhalte auch online immer noch zum Nachschauen verfügbar. Und auch hier war es wieder total spannend, eben diese Tech-Community, mit der wir häufig zu tun haben, mal mit der Nachhaltigkeits-Community ein bisschen näher zusammenzubringen an diesen 2 Tagen. Und ich glaube, was das Bits und Bäume-Netzwerk angeht, wird tatsächlich auch 2021 ein bisschen mehr wieder los sein, wenn ich das so richtig im Hinterkopf habe. 2019 haben wir dann gedacht, okay, was kann man mal so auf Policy-Ebene mal wieder machen? Naja, warum nicht einfach mal ein Volksentscheid? Hier in Berlin ist es so, es gibt ein Informationsfreiheitsgesetz, das ist ja schon ganz nett, aber ganz ehrlich, ein Transparenzgesetz ist ein bisschen geiler als ein Informationsfreiheitsgesetz. Deshalb haben wir gedacht, okay, die Politik hat das irgendwie hatte das gerade nicht so sehr auf dem Schirm, wie wir das gerne hätten, dass sie doch mal da so ein Transparenzgesetz einführen sollten und das sich selber auch vorgenommen hatten. Deswegen haben wir einfach mal selber ein Transparenzgesetz geschrieben, zusammen mit Mehr Demokratie und bis zu, ich glaube, so um die 40 anderen Organisationen, die Teil des Bündnisses waren, haben wir den Gesetzentwurf geschrieben und haben dann begonnen, quasi den Unterschriften zu sammeln für den Antrag auf eine Einreichung eines Volksentscheids. Das war auch total interessant, mal so beim Unterschriftensammeln mit ganz anderen Leuten, die nicht aus unserer Techie-Blase kommen und aus der netzpolitischen Blase zusammenzukommen und quasi über so ein Thema wie Transparenz zu sprechen. Am Ende haben wir innerhalb von wenigen Monaten etwas mehr als 30.000 Unterschriften gesammelt und dann eingereicht bei der Senatsverwaltung für Inneres. Wir haben damit auf jeden Fall so ein bisschen Bewegung nochmal in das Thema mit reingebracht. Ich glaube, genau heute hat tatsächlich die Senatsverwaltung für Inneres ihren eigenen Gesetzentwurf für ein Transparenzgesetz ans Abgeordnetenhaus weitergereicht. Spoiler, der Gesetzentwurf von der Senatsverwaltung ist nicht ganz so geil wie unserer, also so gar nicht, aber okay. Dabei hätten sie, also wir hätten sie auch abschreiben lassen, das wäre vollkommen in Ordnung gewesen. Genau, aber sollte euch interessieren, wie denn unser Gesetzentwurf, also ein guter Gesetzentwurf aussieht, dann könnt ihr das auf volksentscheid-transparenz.de nachlesen. Genau, und dann kam 2020 zumermaßen so viel mit Veranstaltungen und so war nicht so richtig möglich. Deshalb haben natürlich auch wir in vielen Videokonferenzen rumgehangen und haben aber tatsächlich auch direkt zu Beginn der Pandemie ein Jugendhack Remote beispielsweise umgesetzt. Zumermaßen war das gar nicht unsere Idee, sondern die Jugendlichen haben sich selber in unserer Online-Community gefunden und haben gesagt, so ey, ganz ehrlich, Leute, wir brauchen jetzt ein Jugendhack-Event. Also wir brauchen mal ein bisschen positive Stimmung, wir brauchen mal irgendwie was Motivierendes. Und dann haben sie sich zusammengefunden und sind dann zu uns als OKF und Jugendhack-Team gekommen und haben gesagt, so ey, hier, wir würden gerne ein Online-Event machen. Wenn ihr dabei seid, wäre ganz cool. Haben wir dann natürlich gemacht. Und es sind andere spannende Online-Formate auch entstanden. Der Prototype Fund hat beispielsweise seinen Podcast gelauncht. Ich glaube, jetzt sind inzwischen schon
8 Folgen oder so draußen. Lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuhören, was denn so ein paar spannende GesprächspartnerInnen zu Public Interest Tech zu erzählen haben. Und ja, dann sind wir jetzt Anfang 2021 und wir würden natürlich total gerne sagen, ja, yeah, ganz ehrlich, wir feiern nicht nur einen Tag lang, wir feiern nicht nur einen Monat lang, nein, wir feiern das ganze Jahr. Stimmungsmäßig machen wir das auf jeden Fall auch, aber was jetzt so die Veranstaltung angeht, sind wir da jetzt leider gerade noch nicht ganz so euphorisch. Ich kann auf jeden Fall sagen, es wird noch was geben. Wir haben so ein paar Ideen in der Schublade, was wir alles machen wollen, wo wir mit der Community sprechen wollen, wo wir mit WegbegleiterInnen sprechen wollen. Aber eigentlich würden wir natürlich lieben gern im Sommer irgendwie feiern, also so richtig draußen gemeinsam oder so. Aber wir kennen alle die aktuelle Situation. Gerade können wir da noch nichts festmachen. Deshalb empfehle ich euch natürlich einfach, uns entweder unseren Newsletter zu abonnieren oder auf Twitter zu folgen. Und dann kriegt ihr auf jeden Fall die aktuellsten Updates da immer mit. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ich hatte noch mal eine Frage. Und zwar hast du ja von dem Projekt erzählt, kleine Anfragen, was jetzt nicht mehr weitertragt. Ja. Wem würdest du denn wünschen, dass der oder die das weiterträgt? Also sind das Vereine oder Organisationen oder der Staat? Oder ja, was stellst du dir da vor? Ja, also wahrscheinlich sehen wir das eigentlich schon in der Hand von einer staatlichen Institution. Also weil was wir ja eigentlich nun getan haben, wir haben die Informationen, die es schon auf diversen Webseiten gibt, und zwar auf den Webseiten der Landtage und beziehungsweise des Bundestages, wir haben die ja eigentlich nur so ein bisschen zusammengesammelt, ja, und ein bisschen in Ordnung reingebracht. Das ist etwas, was eigentlich, wenn man jetzt so eine neue Landtagswebsite beispielsweise plant, könnte man das damit bedenken. Hat bisher niemand gemacht, deshalb sind URLs irgendwie kaputt gegangen und so. Also wir sehen diese Aufgabe eigentlich schon ziemlich klar da irgendwie bei den Landtagen beispielsweise, dass die sich zusammenschließen und das vielleicht gemeinsam übernehmen oder so. Ja. Okay, interessant. Dann Dankeschön und herzlichen Glückwunsch nochmal. Vielen Dank. So, warte, Übung bleibt hier, falls es schief geht. Ja. So, das war es jetzt mit dem heutigen netzpolitischen Abend. Der nächste folgt sogleich, beziehungsweise nächsten Monat. Da wird nämlich der 104. netzpolitische Abend stattfinden. Das wäre dann am 6.4.2021. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut und bis nächstes Mal.